Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen restlichen Mittwoch. Ja, wie gesagt, ich bin im Moment heute immer ein bisschen spät dran. Irgendwie komme ich nicht aus dem Duschen. Irgendwie bin ich momentan so ein bisschen in einer, ja, wieder, wie soll ich es ausdrücken, nicht so schöpferischen Phase. Ist momentan einfach alles viel, ja, was ja im Moment abläuft. Und man kann keine Besserung im Moment erkennen. Immer nur hohle Sprüche. Aber wie gesagt, wir müssen weitermachen. Wir werden schauen, wie sich das alles noch ergibt. Ja, ansonsten, ja, geht's heute erstmal weiter mit dem 86. Geschichtsvideo. Geschichtsstunde von Egon. Gestern hatten wir geendet mit 1889. Jetzt muss ich schauen, wo habe ich denn meine Lupe hingetan. Hier habe ich diesmal am anderen Platz. Da ist er. Und ich habe gestern mal geschaut, also das Jahr 1890. Das ist wieder plus 4 Doppelseiten lang, sodass ich es wieder in einem Tag durchziehe. Gestern hat man Paris, Hauptstadt des Vergnügens, geendet. Heute geht es weiter mit erstmal zwei Sachen ohne Datum. 1890 in Armenien und Syrien kommt es zu Aufständen gegen die türkische Herrschaft. Die Armenier wollen die Autonomie, die ihnen der Berliner Kongress 1878 zugestanden, das Osmanische Reich aber bislang verweigert hat. Die osmanische Armee unterdrückt die Proteste blutig. 1890. Simmel begründet Soziologie. Der deutsche Philosoph und Soziologe Georg Simmel veröffentlicht seine Studie über soziale Differenzierung. Darin entwickelt er seine Theorie von der Kultur und ihrer fortlaufenden Differenzierung. Simmel gehört mit seinen deutschen Kollegen Ferdinand Tönnies und Max Weber zu den Pionieren der modernen Soziologie. Sie verhelfen der neuen wissenschaftlichen Disziplin auch in Deutschland zum Durchbruch. Die Soziologie ist ein Produkt der industriellen Revolution, die mit der Zerstörung von Traditionen und Werten sowie neu entstehenden Lebens- und Arbeitswelten die Gesellschaft in den Mittelpunkt des Interesses gerückt hat. 20. März 1890, das Ende der Bismarck-Ära. Tja, ein schlechter Tag für Deutschland, das wird sich noch zeigen. Kaiser Wilhelm II. Nimmt das Entlassungsgesuch von Reichskanzler Otto von Bismarck an. Nachfolger Bismarcks wird Georg Leo Graf von Caprivi. Bismarck tritt zurück, weil er sein europäisches Bündnissystem zuletzt nur noch mit Mühe aufrechterhalten konnte und weil seine autoritäre und sozialkonservative Innenpolitik immer stärker in großem Widerspruch zu den Notwendigkeiten der rasch expandierenden Industriegesellschaft geriet. Mit dem Wechsel von Bismarck zu Caprivi beginnt der Anspruch auf eine Weltmachtposition an die Stelle einer vorsichtigen europäischen Sicherheitspolitik zu treten. Der Übergang von der Bismarck-Ära zum wilhelminischen Zeitalter wurde durch einen Machtkampf zwischen dem jungen Kaiser, der ein persönliches Regiment anstrebt, und dem Reichskanzler, der seinen Einfluss schwinden sah, ausgelöst. Wilhelm II. Wollte die Regierungsgeschäfte nicht, wie sein Großvater Wilhelm I. dies viele Jahre getan hatte, Bismarck allein überlassen. Die soziale Frage führte zum offenen Ausbruch der sogenannten Kanzlerkrise. Nach dem Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet 1889 wollte Wilhelm II. Mit einem gemäßigten Sozialprogramm die staatliche Sozialpolitik fortführen.
Das lehnte Bismarck ab, weil er es als Zugeständnis an die Sozialdemokratie ansah. Nach dem Scheitern des erneuten Sozialistengesetzes im Reichstag und der Niederlage der Kartellparteien bei den folgenden Reichstagswahlen legte Bismarck dem Kaiser ein Kampfprogramm vor, das unter anderem einen Staatsstreich in Betracht zog. Dem verwehrte Wilhelm II. Die Zustimmung. Nach einer letzten Auseinandersetzung reichte Bismarck am 18. März sein Entlassungsgesuch ein. Tja, das waren 19 erfolgreiche Jahre im neu gegründeten Deutschen Reich. Ja, einen ganz, ganz großen Anteil, eigentlich ganz den größten Anteil hatte Bismarck daran. Und ja, dass er da zurücktrat, ja, sollte sich erweisen, dass das jetzt für die laufende Geschichte nicht so vorteilhaft war. Ne? Er hat halt immer gut taktiert und nicht wie dann der junge Kaiser Hurra vorangemacht. Man muss beides irgendwo im Blick haben, im richtigen Moment nach vorn vorstoßen, aber auch im richtigen Moment mal ja, taktieren, vielleicht mal kurz zurückweichen und dann doppelt nach vorn zu kommen. Na, und das, wie gesagt, hat Bismarck perfekt beherrscht. Ja, da haben wir hier noch ein paar Bilder. Nach der Entlassung von Bismarck verkündet der neue Reichskanzler Leo Graf von Caprivi programmatisch einen neuen Kurs in der Innen- und Außenpolitik. Porträtaufnahme 1890. Das ist der neue Mann an der Spitze, neben, fast an der Spitze, als zweitwichtigste Person im Deutschen Reich unter dem Kanzler, unter dem Kaiser. Dann haben wir hier Bismarck verlässt den Reichstag. Das Bild spiegelt die Bewunderung wider, die weite Kreise der deutschen Bevölkerung dem Reichsgründer entgegenbringen. In Klammern Gemälde von Alexander Friedrich Werner 1892. Ja, das war noch echte Begeisterung und echte, ich sag's mal so, Trauer der deutschen Bevölkerung, dass dieser Mann an diesem Tag seinen Abschied eingereicht hat. Heute können wir davon ausgehen, dass bei allen, die da irgendwann verabschiedet werden oder irgendwann von dem da oben geholt werden, die großen Jubelarien oder Trauersinszenierungen, alles nur heuchlerisches und organisiertes Gehabe. Hier das kam, wie man das richtig auf dem Bild auch sieht, aus dem Volk heraus. 17. Mai 1890. Verismo zeigt die Wirklichkeit. Mit der Oberkavalleria Rusticana von Pietro Mascagni hält der Verismo Einzug auf der Opernbühne. Der Verismo, dessen Ursprünge im Sprechtheater liegen, ist anfänglich eine Gegenreaktion zur Romantik. Ziel ist die wahrheitsgetreue, zum Teil sozialkritische Darstellung der Welt ohne idealisierende oder moralisierende Momente. Bevorzugte Themen sind wahre Begebenheiten, dramatisch leidenschaftlicher Natur, aus dem Alltag niedriger Schichten. Um den Geschehen gerecht zu werden, greifen die Komponisten zu drastischen Mitteln wie zu extremer Dynamik oder zum noch unüblichen Einsatz von Geräuschen als Kompositionselement. Ja, da tut sich wieder was in der italienischen Kunst. Und jetzt kommt ein weiterer, ja, wichtiger Moment für Deutschland, vor allen Dingen für die aus Helgoland. Und zwar der 1. Juli 1890. Sansibar gegen Helgoland. Ich will mal kurz schauen. Ja, die Randbemerkung kommt danach. Genau. 1. Juli 1890.
Sansibar gegen Helgoland. Vertreter des Deutschen Reichs und Englands unterzeichnen in Berlin den Helgoland-Sansibar-Vertrag. Durch den Kolonialstreitigkeiten beider Staaten in Ost- und Südwestafrika sowie in Togo bereinigt werden. In der deutschen und britischen Öffentlichkeit regt sich bald Protest gegen den angeblich zu hohen Preis, der für die erlangten Vorteile bezahlt wurde. Im Helgoland-Sansibar-Abkommen verzichtet Deutschland auf Erwerbungen in Uganda, Bechuanaland (in Klammern heute Botswana, Klammer zu) und an der Somaliküste sowie auf Vitoland, erhält jedoch einen Zugang zum Fluss Sambesi. Für die Anerkennung der britischen Kolonialherrschaft über Sansibar erhält das Deutsche Reich die Bestätigung seiner provisorischen Grenzen zwischen Deutsch-Ostafrika und dem britischen Interessengebiet sowie die von den Briten besetzte ehemals dänische Nordseeinsel Helgoland, die 1890 per Reichsgesetz Preußen zufällt. Der Ausgleich mit England war bereits 1889 von Reichskanzler Otto von Bismarck initiiert worden. Sein Nachfolger Georg Leo Graf von Caprivi drängte auf einen schnellen Vertragsabschluss, weil er der Ansicht war, dass Helgoland ein wichtiges Bollwerk vor der Elbmündung bilde. Außerdem sollte der Vertrag eine Annäherung an England fördern. Das Abkommen stößt die imperialistischen Eiferer in beiden Ländern vor den Kopf. Die Briten müssen ihren Traum einer Verbindung vom Kap bis nach Kairo aufgeben. Im Deutschen Reich ruft der Verzicht der Regierung auf Sansibar, Uganda und Vitoland in nationalistisch-imperialistisch gesonnenen Kreisen Protest hervor. Folge ist 1891 die Gründung des nationalistischen Allgemeinen Deutschen Verbandes, der sich ab 1894 Alldeutscher Verband nennt. Dieser nationale Schutz- und Agitationsverein gilt innerhalb der zahlreichen nationalistischen Organisationen, die um die Jahrhundertwende gegründet werden, durch seine zunehmend völkisch-imperialistische Ausrichtung als besonders radikal. Er propagiert den Ausbau der deutschen Weltmachtposition durch den Aufbau eines Kolonialreiches und die Schaffung eines mit mitteleuropäischen Reiches aller Deutschen. Ja, und da sage ich mal so, das gab es ja schon mal mit dem griechisch-römischen Reich, Kaiserreich, deutscher Nation. Wie gesagt, wir brauchen bloß uns die eigentlichen Städtenamen von vielen Städten in Mitteleuropa anzugucken. Da ist meistens der zweite deutscher Name bekannt. Ja, und wie gesagt, okay, Bismarck hatte da einiges abgegeben, um den Preis dann Ostafrika abzusichern. Ich sag mal so, die Briten und die Franzosen haben jahrelang in Afrika sich herumgetrieben, haben sich ein Land nach dem anderen gegriffen, dass wir dann irgendwann auch gesagt haben, wir wollen uns ein bisschen etablieren, ist ja normal. Das war damals Konsens der Zeit und nicht irgendwo, was natürlich auch immer hier so richtig rauskommt, nationalistisch und bla bla bla. Nein, wenn Deutsche was machen, ist nationalistisch, wenn es Briten dasselbe tun, ist es, was weiß ich, ne? Bei den Franzosen ist der Grand Nation, ne? Mit Nationalismus hat das wenig zu tun, das ist ganz einfach mit ja, Macht zu tun, ne? Heute haben wir den schönen Vorteil, dass die halbe Welt von Amerikanern beherrscht wird. Egal, wo was passiert, der Amerikaner muss sich mit reinhängen. Ne? Ob das so gut geworden ist, weiß ich nicht. Das ist eine gute Alternative ist für die Welt. Blick auf die Insel Helgoland. Deutsche Kolonialisten protestieren gegen den Verzicht auf Sansibar und den Antausch von Helgoland. Haben wir ein Bild von dem Eiland, was wir
dafür bekommen haben, dass wir große Teile unserer im Vertrag vom Berliner Kongress erworbenen, also nicht kriegerisch, sondern durch Vertrag erworbenen Gebiete in Afrika abgegeben haben. Weiter geht's mit einer Randbemerkung. 1. Juli 1890. Bei den ersten Parlamentswahlen in Japan erringt die Liberale Partei 130 und die Reformpartei 41 der 300 Sitze. 17. Juli 1890. Cecil Rhodes wird Premierminister der britischen Kapkolonie, in Klammern heute Südafrika, Klammer zu. In seiner Amtszeit beginnt die Einkreisung der Burenrepublik Transvaal. Weiter geht's mit dem 6. August 1890. Hinrichtung auf elektrischem Stuhl. In Auburn, New York, Bundesstaat New York, wird der wegen Mordes zum Tode verurteilte William Kemmler als erster Mensch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Mit der Elektrokution glaubt Davis Bennett Hill, demokratischer Gouverneur des Staates New York, eine technisch bessere, kultiviertere und damit humanere Hinrichtungsmethode als den bisher üblichen Galgen gefunden zu haben. Die Erfindung des elektrischen Stuhls wurde von den New Yorker Behörden angeregt. Aber auch bei den Hinrichtungen mit Starkstrom kommt es wie beim Hängen zu Zwischenfällen, weil der Delinquent nicht auf der Stelle tot ist. Dennoch wird der elektrische Stuhl bis Ende 1891 in 20 US-Bundesstaaten eingeführt. In anderen US-Bundesstaaten verrichten die Henker, wie in Großbritannien und Österreich-Ungarn, ihre Arbeit weiter mit dem Galgen. Die Spanier vollziehen die Todesurteile mit der Garrotte, einem Gerät zur Erdrosselung. In den übrigen europäischen Staaten mit Todesstrafe ist die Enthauptung, in Klammern mit der Guillotine oder dem Fallbeil, Klammer zu, üblich. Und da haben wir ein Bild vom elektrischen Stuhl. Elektrischer Stuhl aus dem Sing Sing Gefängnis in New York. Der Versuch, den technischen Fortschritt für eine Humanisierung der Todesstrafe nutzbar zu machen, bleibt ebenso umstritten wie die Todesstrafe selbst. So, hatte ich schon ein paar Mal geschrieben. Und da sage ich mal, natürlich muss dann alles 100% erwiesen sein. Also kein Indizienprozess oder sonstiges. Aber wenn ich zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz mal einen Schluck trinken. Oh, heute ist irgendwie wieder. Ja, wenn alles 100% erwiesen ist, frischer Tat ertappt, sage ich mal so, so ein Terrorist, der jemanden auf offener Straße mehrere Leute umbringt oder. Ja, wo man, wie gesagt, bei der Tat genau weiß, der war es und der hat es auch getan, etc. Dann sage ich immer wieder, ich weiß nicht, was inhuman dran sein soll, die Welt von solchen Leuten zu befreien. Na, zumal, wenn sie vielleicht schon vorher fünf ähnliche Straftaten begangen haben und sich zeigt, dass das irgendwo drin steckt und nicht rauszukriegen ist aus demjenigen oder derjenigen. Weil ich meine, es gibt immer mal Leute, die als Kurzschussreaktion irgendjemand umbringen, was weiß ich, wollen es wirklich nicht. Jemand provoziert so lange, dass du einmal zustichst und dann erschwichst du so doof und dann ist er tot. Das gibt's alles, ne? Aber Leute, die aus irgendwo Mordlust töten oder so Serienkiller oder irgendwas, ich sehe da nicht irgendwas Inhumanes dran, wenn man die mit dem elektrischen Stuhl beseitigt. Das ist ganz einfach so. Das mag sein, dass dadurch keiner abgestreckt wird, dass es nicht dasselbe tut, aber der eine kann nie wieder was tun. Das ist das Entscheidende. Ne? Weiter geht's. Mit dem 30. September 1890 aus für Sozialistengesetz. Das Sozialistengesetz wird von Reichskanzler Georg Leo Graf von Caprivi außer Kraft gesetzt. Mit seinem Vorgehen gegen das 1878 erlassene Gesetz versucht Caprivi, die Grundlage für seinen neuen Kurs
der Annäherung von Arbeiterschaft und Monarchie zu schaffen. Das Sozialistengesetz hatte sich als wenig erfolgreiches Instrument gegen die Sozialdemokratie herausgestellt. Seit Erlass des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, dass alle sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Vereine, Versammlungen und Presseerzeugnisse verbot, konnten die Sozialdemokraten bei Reichstagswahlen trotz behördlicher Repressalien erhebliche Stimmengewinne verzeichnen. Die Sozialdemokraten machen sich 1890 sofort an die Ausarbeitung einer neuen Organisationsstruktur und eines neuen Programms. Die Verabschiedung des Erfurter Programms wird zunächst auf dem Parteitag in Halle 1890 in Aussicht gestellt, schließlich aber erst auf dem Parteitag von 1891 in Erfurt durchgeführt. Es ersetzt das Gotha-Programm von 1875 und trägt der Radikalisierung der Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz Rechnung. Der theoretische Teil, für den der Parteitheoretiker Karl Kautsky verantwortlich zeichnet, macht den Marxismus zur Grundlage der Partei. Er prognostiziert den notwendigen Zusammenbruch der kapitalistischen Klassengesellschaft und den Sieg des Sozialismus. Der zweite praktische Teil ist von Eduard Bernstein, naja, der Name sagt alles, Eduard Bernstein, mitgestaltet, der seit 1881 das Parteiorgan Sozialdemokrat leitet. Er fordert als kurz- und mittelfristige Ziele radikale soziale und politische Reformen. Die Spanne, die zwischen den beiden Teilen des Erfurter Programms besteht, führt schon bald zu einem Grundsatzstreit zwischen orthodoxen Marxisten und pragmatisch orientierten Reformern. In den 1890er Jahren entwickelt sich die SPD zu einer zentral organisierten Massenpartei, die als Teil der Arbeiterbewegung zusammen mit den Gewerkschaften eng mit der Lebenswelt der Arbeiter verwoben ist. Die Mitgliederzahlen steigen nach Schätzungen von 38.000 1876 über 100.000 1890 auf 530.000 1907. Ja, davon könnte SPD nur noch träumen. Eine Arbeiterpartei ist sie überhaupt nicht mehr, sondern eine Partei der Lügner, die asozialste Partei, die in Deutschland rumläuft, weil ich sag mal so, die Linken und die Grünen sind zwar politisch noch schlimmer als die SPD, aber die geben es wenigstens zu. Ne? Der SPD tut immer so, als ob, und in Wirklichkeit arbeiten sie nur für Bernsteins. Ne? Ja, auf jeden Fall ist es so, ja, mit der radikalen Ausrichtung etc. Damals haben sie sich beschwert, dass ihre Partei und Bewegung verboten worden ist vom bösen Preußen, vom bösen Bismarck. Das sogenannte Sozialistengesetz. Heute ist der SPD die fleißigste Partei, alle möglichen Sachen zu verbieten, die deutsch sind. Na, der SPD muss weg. Die SPD ist eine schlimmste, Entschuldigung, ich muss das Wort einfach jetzt sagen, es muss raus, ist eine Dreckspartei, die so Deutsche hasst und Deutschland hasst. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Na, sie geben immer vor, sie wollen für den deutschen Arbeiter und für den Arbeiter was erreichen. Die machen alles nur schlimmer. Die schleppen uns hier massenweise Zuwanderer ins Land, die nichts weiter sind als billige Konkurrenz für den Arbeitnehmer. Sie quatschen denselben Mist mit Abgehängten nach. Dabei ist es nur so, dass man Leute natürlich, die jetzt kein großes eigenes Kapital haben, die brauchen natürlich Arbeitsplatz. So. Und wenn ich dann immer höre und mir gezeigt wird, dass irgendwelche Afrikaner, Araber oder Türken die große Bereicherung plötzlich sind, und dann aber gleichzeitig gesagt wird, ein Deutscher, der über ein Jahr arbeitslos ist, ist langzeitarbeitslos und schwer vermittelbar. Der hat eine Ausbildung in der Regel, der kann Deutsch, der kann, hat meistens auch eine Ausbildung im Beruf, eine ordentliche Schulausbildung etc. Und dann wird da gesagt, hier so ein Typ, der da aus Äthiopien oder Eritrea kommt, wird uns dumm frech im Fernsehen gezeigt und dann gezeigt, wie toll die jetzt sind, dass wir die haben. Und jahrelang tun sie den Leuten erzählen, oh, deutsche Langzeitarbeitslosigkeit, das ist ein Problem, die kann man so schlecht.
integrieren. Na klar ist es so, wenn mal jemand 1,5 Jahre zu Hause ist oder vielleicht noch länger, dass er sich erstmal wieder an bestimmte Rhythmen gewöhnen muss. Aber bei euren blöden Zuwanderern seid ihr doch auch großzügig und seht erstmal vieles nach. Ne? Weil die ja so ein schweres Leben hinter sich hatten und die Flucht und bla bla bla. Aber der Deutsche, der soll in einer Woche sofort volle Pulle da sein. Nein, es geht euch nur darum, willige Leute zu kriegen. Und die scheiß SPD, Entschuldigung für das Wort, die macht diese ganze Dreck, diesen ganzen Dreck, diese ganze Sauerei mit. Ne? Und das Schlimme ist, dass er immer so den Leuten verkaufen will, gerade solchen wie im Ruhrgebiet, sie sind die Arbeiterpartei, ihr seid gar nichts, ihr seid der letzte Dreck, der in Deutschland noch existiert. Und eure Partei, die muss weg, die muss genauso untergehen wie in Österreich, diese komische SPÖ, die nur noch ein paar Prozent gekriegt hat und vor allen Dingen in Frankreich und in Niederlanden so 8, 9%, ein paar Doofe gibt es immer, die euch wieder wählen oder ihr euch selber wählt. Aber ihr seid immer der große Schaden für Deutschland gewesen, weil ihr Lügner seid vor dem Herrn. Lügner vor den Herrn. Und vor allem seid aggressiv, gewalttätig und extrem in jeder Weise. Das Schlimme ist, dass ihr eure Extremität dadurch verstecken könnt, dass ihr sie legalisiert durch Gesetze. Ne? Entschuldigung, ich muss jetzt mal raus, weil es gerade um die SPD ging. Die Reptilien in Friedrichsruh. Anspielung auf die gescheiterte Politik Bismarcks gegenüber der Sozialdemokratie. In Klammern Holzstich aus der wahre Jakob 1890. So, genauso wie ihr heute versucht, die Deutschen fertig zu machen. Und man hat es leider geschafft, bei euch damals nicht, euch euer Übel loszukriegen und diese Wurzel auszureißen. Ihr kriegt uns auch nicht fertig. Und irgendwann kommt der Tag, wo ihr alles zurückgezahlt bekommt, was ihr den Deutschen angetan habt. Das verspreche ich euch. Vielleicht erlebe ich es nicht mehr, aber der Tag wird kommen, hundertprozentig. Das, was ihr mit den Deutschen macht, ihr seid solche Verbrecher. Entschuldigung, ihr müsst eure Strafe bekommen. Ich hoffe, es wird hart sein. Ne? 1890. Stadtverkehr wird elektrifiziert. Die 1863 in London eröffnete Untergrundbahn wird von Dampf auf Elektroantrieb umgestellt. Während die 1880er Jahre als Versuchsstadium der elektrischen Bahnen angesehen werden können, beginnt um 1890 die Elektrifizierung des Stadtverkehrs in Europa. Straßenbahnen wurden in Anlehnung an die Eisenbahn als innerstädtisches Massenbeförderungsmittel in den Metropolen Europas und der USA eingeführt. Müssen wir durchschnaufen. Der innerstädtische Einsatz einer dampfgetriebenen Eisenbahn verbot sich wegen der Rauch- und Lärmbelästigung für die Anwohner sowie wegen der hohen Bau- und Betriebskosten. Das Wachstum der Städte und die als Begleiterscheinung der Industrialisierung übliche Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz verstärkten den Wunsch nach schnellen innerstädtischen Beförderungsmitteln. Die in London zunächst eingeführte Dampfuntergrundbahn hatte zwar den Vorteil, dass Anwohner nicht belästigt wurden, dafür litten die Fahrgäste unter Lärm und Rauch. Und auch die dampfgetriebenen Stadtbahnen, die in New York und Berlin fahren, stellen nur zum Teil eine Lösung dar. Und aber noch ein Bild: Oberleitungsomnibus von Siemens und Halske. Konstruiert 1899. Dank der Leitachse kann der Elektroomnibus auch auf Straßenbahnschienen fahren. Ja, ich konnte das nur so als ganz kleines Kind. Gab es da noch welche, die in Erfurt rumfuhren? Ich glaube, hoch zum Schwembach, der Kinderklinik, wo ich leider in meinen jungen Jahren sehr oft zugebracht habe. Davor so Dinge immer hoch, kann mich auch so schwach erinnern, die Dinger, wenn da mal einer rausgesprungen war aus der Oberleitung, muss man mit so einer langen Stange, musste man so durch wieder dran kriegen, einhängen. Ne? Ja, das kennen die Jüngeren, denke ich mal, nicht mehr. Hohe Busse, zumindest nicht von Deutschland. Weiß nicht, ob die irgendwo auf der Welt noch rumfahren. Glaube ich nicht. Ja, weiter geht's. Mit einer Randbemerkung, und wir sind schon auf der letzten Doppelseite, trotz meiner Kommentare liegen wir heute gut in der Zeit. 23.11.1890
Wilhelm III., König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg, stirbt auf Schloss Hedloh. Damit erlischt die männliche Erblinie im Haus Oranien-Nassau. Entsprechend dem Thronfolgegesetz folgt ihm seine Tochter Wilhelmina auf den Thron. Die Personalunion mit Luxemburg wird aufgehoben und Herzog Adolf von Nassau besteigt den Thron des Großherzogtums. Dann haben wir als nächstes ohne Datum 1890 Grundlage für Fließbandarbeit. Frederick Winslow Taylor wird Generalmanager der Manufacturing Investment Company in Madison, Bundesstaat Maine, Klammer zu. Er entwickelt eine neuartige wissenschaftliche Methode der Unternehmensführung, die er Scientific Management nennt. Das neue System revolutioniert die Fabrikarbeit und gilt als die Grundlage für Rationalisierung und Fließbandarbeit. Taylors Methode soll überflüssige Bewegungen und versteckte Pausen durch eine optimale Organisation der Arbeit abbauen. Anhand von Untersuchungen der Bewegungsabläufe bei einzelnen Arbeitern vermisst Taylor die Bestandteile jedes Arbeitsablaufs und kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Teilung der Arbeit in kleinste Einheiten, die von den Arbeitern ohne großes Überlegen schnell wiederholt werden können, eine erhebliche Steigerung der Produktivität möglich ist. Ein leistungsbezogener Lohn dient als zusätzlicher Arbeitsanreiz. Tja, kurz gesagt, da hat man den Menschen zur Maschine gemacht, zur lebenden Maschine. Ne? Immer denselben Arbeitsschritt. Der eine hat die Flasche weitergereicht, der andere einen Stempel draufgeschraubt. Und das den ganzen Tag. Ne? Ja. Wenn man so, mag zwar effektiv sein, aber das ist die heutige Überproduktion. Da sehen wir ja, dass Autos jetzt zum Beispiel auf der Halde liegen, weil man sie nicht ausliefern kann. Wegen irgendeinem neuen Abgastest und solche Sachen. Also das Problem ist, dass manche Leute den Hals nicht voll genug bekommen können, das habe ich schon oft genug geschrieben. Und im Prinzip wird es ausreichen, wenn genügend produziert wird und vor allen Dingen so produziert wird, dass es auch lange hält, dass der Mensch gut davon leben kann. Bloß heute geht es darum, dass Sachen schnell kaputt gehen, dass man durch neue Gesetze alte, gute Sachen kaputt macht, die eigentlich noch in Ordnung sind, damit man gezwungen ist, sich was Neues zu kaufen. Ne? Das ist die geplante Obsoleszenz zum Beispiel, dass man halt meine Drucker im Schaltkreis was einbaut, wo dann noch eine bestimmte Anzahl von Drucken auf einmal angezeigt wird. Error, obwohl gar nichts kaputt ist, aber das Ding schaltet halt den Drucker ab zu der Zeit. So, all solche Sachen, aber den Menschen, den kleinen, dummen Menschen, wird immer was von Nachhaltigkeit erzählt, der soll sich überall einschränken. Der soll, wenn es geht, das Essen zweimal wieder kauen, damit nicht weggeschmissen wird. Aber wenn die großen Herren dinieren in irgendeinem großen Restaurant, muss man mal gucken, was danach überall weggeschmissen wird. Das ist jede Menge, ne? Und also diese damals entstandene Kultur durch die Industrialisierung, das ist keine Kultur und die kann man auch nicht reformieren. Da kann man nur endlich mal den Kopf einschalten. In vollkommen neue Wege gehen. Unendliches Wachstum, das ist so, wie wenn ich immer versuche, zu den Leuten zu erzählen, heute springe ich 9 Meter weit beim Weitspringen und in 20 Jahren wollen wir bei 20 Metern sein. Das kannst du dann zwar durch Doping erreichen, vielleicht, oder mit irgendwelchen Tricks, Sprungfedern unter den Turnschuhen oder sowas, aber real ist das alles nicht mehr. Und genauso ist es mit dem Wachstum. Das Wachstum ist nicht unendlich. Und trotzdem will man es immer wieder haben. Ne? Und es wird künstlich erzeugt. Ich sag mal so, wir könnten heute alle mit 10 Euro im Monat hinkommen, wenn die Preise noch so wären, 150 Jahren so übertrieben gesagt. Das Problem ist nur, dass künstlich Preise jedes Jahr verteuert werden, dass es extra angeschoben wird. Diese sogenannte Inflationsrate, weil die ist ja notwendig, damit nicht etwa die Leute besser leben können. Wenn alles teurer wird, ist ja eigentlich irre, dass man das als Ziel setzt. Ist ja total irre.
Eigentlich, wenn man sich logisch überlegt, nee, damit ein paar wenige, die da im Prinzip gar nichts machen aus der Welt, auf der Welt, außer ihr Geld zu zählen und sie zu manipulieren mit dem Geld, dass die immer wieder neues Geld in die Tasche bekommen. Ne? Dafür ist das Wachstum notwendig. Ne? Wichtig ist, dass jeder was zu fressen hat, dass alles funktioniert im Land, und dass ich von A nach B komme, ohne dass ich das Brücken einstürzen. Ne? Und das ist ja das Irre. Das wird immer schlechter überall, aber die Wachstumsraten, die stimmen immer wieder. Ne? Sollte mal jemand drüber nachdenken. Weiter geht's mit 4. Dezember 1890. Immunisierung mit Serumtherapie. Die beiden Bakteriologen Emil Behring und Shibasaburo Kitasato, oh, schwieriger Name, Japaner, veröffentlichen einen Aufsatz über das Zustandekommen der Diphtherieimmunität und der Tetanusimmunität bei Tieren. Mit der epochemachenden Entdeckung der Antitoxinbildung im tierischen Organismus beginnt das Zeitalter der Serumtherapie. Durch die aktive Immunisierung gegen bestimmte Krankheitserreger werden aus dem Blut geeigneter Tiere spezifische Immunseren gewonnen, die dann bereits infektionskranken Personen als Heilseren oder infektionsgefährdeten Personen als Schutzseren injiziert werden. In Klammern passive Immunisierung, Klammer zu. Am Anfang der Serumtherapie stehen die gegen die Giftstoffe der Diphtherie, Tetanus und Botulismus Erreger sowie gegen Schlangengift wirkenden Seren. Die Wiener Kinderärzte Clemens Pirquet und Bela Schick prägen 1905 den Begriff Serumkrankheit. Er bedeutet die krankmachende Reaktion auf die in den Immunseren enthaltenen, in Klammern artfremden, Klammer zu, Eiweiße. Und da haben wir hier nochmal ein Bild. Das Diphtherieserum wird im Marburger Beringwerk aus Pferdeblut gewonnen. Während das Diphtherietoxin unter die Haut gespritzt wird, in Klammern links, Klammer zu, erfolgt die Blutabnahme zur Serumgewinnung aus der Halsschlagader. In Klammern Aquarell von Fritz Gerke, Klammer zu, 1906, Klammer zu. Da haben wir das. Wirklich nicht angenehm, denke ich mal, für die Pferde. Weiß ich, jetzt muss ich jetzt direkt lügen, wenn ich sage, dass ich weiß, wie das Zeug heute hergestellt wird, wie sie das heute machen. Ja, ob das immer noch darüber geschieht. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Massaker, Kriegsverbrechen, Holocaust und Vernichtung von Völkern. Wir waren nicht besser und nicht schlechter als andere auch, die ihre Macht ausbauen wollten, die Kriege geführt haben. Und da haben wir hier ein Thema der Amerikaner. 29. Dezember 1890. Massaker am Wounded Knee. Am Wounded Knee Creek wird eine aus 100 Kriegern und 240 Frauen und Kindern bestehende Sioux-Gruppe von US-Soldaten gestellt. Als sich bei der Entwaffnung der Krieger versehentlich ein Schuss löst, richten die Soldaten ein Massaker an. Von den etwa 200 getöteten Sioux sind 2/3 Frauen und Kinder. Nach dem Tod des Sioux-Häuptlings Sitting Bull, der am 15. Dezember bei einem Handgemenge mit der Indianerpolizei im Standing Rock Reservat ermordet wurde, waren viele Stammesangehörige aus Furcht vor Repressalien geflohen. In den USA wurden seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert Reservate eingerichtet, in denen die Indianer zwangsweise angesiedelt wurden. Man könnte auch KZs dazu sagen. Der Stamm der Sioux wehrt sich am längsten gegen den Landraub der Weißen. Da ihnen jedoch durch die Ausrottung der Bisons ihre Existenzgrundlage genommen worden war, Buffalo Bill, sahen auch sie sich schließlich gezwungen, in Reservate umzusiedeln. 1890 spitzte sich die Situation,
der nordamerikanischen Ureinwohner weiter zu. Das große Reservat in South Dakota wurde in sechs Reservate aufgeteilt, wodurch die Indianer 44.000 Quadratkilometer Land verloren. Als ihr Territorium 1907 im neuen US-Staat Oklahoma aufgeht, verlieren die Indianer endgültig das Land, das ihnen 1840 auf ewig versprochen wurde. Ich traue keinem Mann aus Washington, der von Rothschild und Co. ins Amt gebracht worden ist. Und das ist ja nun mal eine ganz klare Tatsache, wie ich es schon mal angesprochen habe, die sogar in der ARD mal tief nachts bei, ich glaube, Titelthesen, nee, das war eine extra Dokumentation, so ungefähr 2 Stunden, kommen 11 bis um 1 oder sowas, wo klar gesagt worden ist, wer der IPAC nicht hörig ist, das ist die große Organisation der Juden, die diese israelisch-amerikanische Freundschaft bla 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 pflegt, kommst du, hast du keine Chance auf Dauer im Weißen Haus, deine Ruhe zu haben. Und deswegen sage ich mal so, das, was man mit den Indianern gemacht hat, der Amerikaner, das war auch nicht besser, als das, was uns vorgeworfen wird, was wir da 1933 bis 1945 gemacht haben. Was das Komische ist, wahrscheinlich der Jude ist wertvoller Mensch als der Indianer. Ich weiß nicht, obwohl ja überall genau das Gegenteil verkündet. Antirassismus und Gleichheit und bla bla bla. Ne, so heuchlerisch ist dieses ganze Gesülze. Ne, und deswegen, davon spricht keiner heute groß. Ne? Dass die Amerikaner praktisch ein ganzes Volk ausgerottet haben. Ein paar gibt es noch in Nordamerika, aber das sind meistens am untersten Rand. Ne? Und tja, da sehe ich nicht so viele Mahnmale oder was weiß ich alles, wie man uns hinstellt. Also wie gesagt, es hat nichts mit Antisemitismus, Judenfeindlichkeit oder irgendwas zu tun. Mir geht es einfach nur um eine gerechte Behandlung aller Themen. Und nicht immer so zu tun, als ob wir damals was besonders Schlechtes gemacht haben und die anderen alle Götter waren. Ne? Im Kontext der Zeit waren die alle nicht besser als wir. Die haben genauso viele Menschen auf dem Gewissen wie wir angeblich in diesen 6 Jahren. Ne? Und auch noch ein Bild. Ein Sioux-Indianer vor dem Gedenkstein für das Massaker am Wounded Knee in South Dakota. Das Blutbad wird zum Symbol für die Vertreibung und Vernichtung der nordamerikanischen Indianer durch die Weißen. Und da haben wir den letzten Mohikaner, hätte ich fast gesagt. Jetzt habe ich es gerade erst so, jetzt muss ich mal gucken. Steht da, ne, haben sie keinen Namen, genau, ich muss schon sagen, so schlechtes Gedächtnis habe ich auch nicht, dort stehen der Name durch, hätten jetzt nicht gleich gemerkt. Ja, so ist das. Es wird immer mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um unsere, in Anführungszeichen, Verbrechen geht und wenn es um das geht, was Amerikaner, Briten, auch Israelis heute und ihre Geldgeber dahinter, auch bei den Franzosen, Briten, die haben ja auch irgendwo gelebt. Ne? Und wie gesagt, es waren immer Rothschild, Vanderbilt und Co., die solche Sachen angefeuert haben. Geld dafür bezahlt haben, die für die Vertreibung der Indianer mit vor allen Dingen verantwortlich waren, weil sie Geschäfte machen wollten, etc. Ihr müsst uns nichts erzählen. Ihr seid auch nicht besser als wir. Ne? Ne? Und deswegen lasse ich mir kein schlechtes Gewissen wegen unserer Geschichte, egal welchen Teil es betrifft, einreden. Es gab schlechte Sachen oder Sachen, wo man sagt, naja, hätten wir es mal lieber gelassen. Aber es gab so viele gute Sachen, die wiegen vieles auf. Und nur weil eine bestimmte Klientel in der Welt immer ihre Probleme besonders nach oben geschoben bekommen haben möchte, da spiele ich nicht mit. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es ist nur doch ein bisschen länger geworden, weil ich noch ein paar Kommentare dann hinten dran gehangen habe. Ja, deswegen mache ich es jetzt einfach kurz. Ich sage einfach mal so, bis morgen zur 87. Geschichtsstunde. Ich hoffe, da sehen wir uns wieder und hören uns wieder. Halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.